So, wir haben gestern einiges besprochen und wir müssen da einiges auch repetieren. Aber wir haben zum Beispiel gesagt, ja, wie wäre das, wenn man aufsteht und Wasser trinkt? Hat jemand von euch das gemacht heute Morgen? Wasser getrunken. Wer hat das heute als Entschluss gemacht? Ja, da mache ich. Hat das jemand gemacht? Niemand, bin ich alleine. Okay, hat jemand von euch 80% gegessen heute? Zusätzlich. Okay. Gut, also. Was haben wir noch? Joggen. Oder man, also ich habe zum Beispiel bei mir einen Schrittzähler eingerichtet. Der zählt mir die Schritte und da muss ich einfach immer schauen, dass ich mindestens auf 5000 komme und dann pro Jahr, nächstes Jahr 6000, ein bisschen steigern. Das hilft mir jetzt so etwas. Das motiviert mich rauszugehen, auch wenn das Wetter nicht so schön ist. Ihr müsst für euch einfach auch schauen, was und wo habt ihr die Möglichkeit, euch zu entwickeln. Wie, ich muss es einfach gesagt haben, oder? Es ist schön, Hörer zu sein. Und viele sind Hörer. Ist mal schon gut. Aber wenn man daraus nicht eine Tat werden lässt, dann ist man ein Verlierer eigentlich. Weil man wüsste dann etwas und tut es nicht. Und das ist nicht gut für die emotionale Intelligenz. Stark ist, wenn man das, was man weiß, auch versucht umzusetzen. Man muss nicht gerade ein Meister sofort sein, sondern man kann sich einfach Ziele setzen, vernünftige Ziele setzen, wenn es um Bewegung geht. Nicht zu viel. Bewegung muss Spaß machen. Und zum Beispiel noch ein Tipp dazu bei der Bewegung, wenn man sagt, du, ich gehe spazieren und dann zwischendurch einen Intervall einschaltet, wenn es ein bisschen runter geht, dann lässt man ein bisschen laufen, oder? Und damit das Herz dann auch die Chance bekommt, ein bisschen schneller zu schlagen für eine Weile und danach freut man sich wieder zu laufen. Und plötzlich werdet ihr merken, dass ihr euch freut zu joggen, weil das ist eben auch, macht auch Spaß, oder? Also so kann man sich das ein bisschen einrichten. Und übrigens die Leute, die das phlegmatische Temperament eher zum phlegmatischen neigen, denen noch den Vorschlag, wählt jemanden aus, mit dem ihr geht, wählt einen Choleriker aus oder so. Dann kommt ihr sicher auf die Beine. Okay. Also, heute haben wir das Thema Familie, wie angedeutet, Arbeit, Gemeinde. Über den geistlichen Teil werden wir dann morgen noch verstärkt eingehen. Es ist mir heute, als ich mich vorbereitet habe, ist mir Folgendes passiert. Da habe ich ein E-Mail bekommen und da ist gestanden, dass heute der Welttag ist von Depression. Hat das jemand mitbekommen heute? Okay, heute ist der Tag der Depression. Jetzt dürfen wir alle depressiv sein. Das ist der einzige Tag im Jahr, wo jeder mal richtig so depressiv sein darf. Da heißt es, Depression hat erreicht etwa 300 Millionen Leute auf der Welt. Ja, was ist Depression? Was hat das mit EQ zu tun? Hat das mit Gefühlen zu tun? Ja, sehr viel, oder? Wow, sehr viele Gefühle. Und was passiert da? Vereinfacht gesagt, oder? Haben wir gestern gesprochen vom limbischen System da hinten. Das ist nicht mehr kontrollierbar, oder? Man verliert die Kontrolle über die Gefühle. Und dann fährt man ab. Und der eine, der fährt da ab, der andere fährt in die Depression hinein, oder? Das heißt, Frontallappen hat, könnte man sagen, versagt. Und die Leute muss man dann, da könnt ihr den Robert fragen, wie man die Leute wieder zurückholt. Oder manchmal braucht es Medikamente. Und wir machen auch Depressionsseminare bei uns.
und holen die Leute unter ärztlicher Betreuung, wenn sie Medikamente haben, holen wir sie wieder zurück und stärken ihren Frontallappen und dann gehen sie nach Hause, oder? Wieder. Ah. Okay, also wir haben ein Problem mit Depressiven und unsere Gemeinde hat mir dieses E-Mail geschickt von der Division her, von England ist das gekommen, darum ist es auch auf Englisch, und hat uns eingeladen, hat mich eingeladen, ja, depressiven Menschen, also Leute, die Gefühlsprobleme haben und die dann absausen in die Minderwertigkeit hinein, dass man denen Leute helfen soll. Und die haben sogar gesagt, wie, nicht? Dort zu sein, zuzuhören, thoughtful, was hat man da? Rücksicht nehmen und für sie beten und helfen und geduldig sein und dann bewegen und so weiter. Was meint ihr, wie viele Leute haben wir, depressive Leute haben wir in Deutschland? 5,3 Millionen etwa, oder? Gut geschätzt, jawohl, sehr gut, bravo. Ja, es ist gut, wenn man lesen kann, nicht? Das ist, muss man nur noch sprechen, oder? Sehr gut, genau. Wie viel im Gesamten haben wir hier? Gesamtdeutschland? Also wir 80 Millionen, oder? Wenn ihr uns mal die 5,3 gebt, dann haben wir nicht mehr viel von der Schweiz, oder? Das ist nicht mehr viel, was lebt. Also so. Wir sind bei 8 jetzt, oder? Okay, also Depression ist ein ganz heißes Thema und das hat mit emotionaler Intelligenz sehr viel zu tun, weil man die Leute heilen will. Wenn man sie heilen will, muss man ihnen helfen, die emotionale Intelligenz zu entwickeln, oder? Frontallappen entwickeln. Und das ist überall ein Thema, es ist nicht nur bei der Depression. Ich habe gedacht, ich möchte das euch sagen. Zur Erinnerung. Schaut euch die Themen an, oder? EQ ist überall, oder? Ist überall. Dort, wo ihr arbeitet, ist EQ. Dort, wo ihr nicht arbeitet, ist auch EQ. Ist überall ist EQ. Das ganze Leben ist voll von EQ. Also wenn es um Stressmanagement geht, oder? Oder wie gehe ich mit Wut um? Wie gehe ich mit Angst um? Mit meinen Ängsten eben? Mit allen Gefühlen? Alles hat mit dem zu tun. Und auch wenn es um die Beziehungswelt geht, dann ist einfach EQ ist wirklich das Thema eigentlich. Also, kann mir jemand hier erklären, was emotionale Intelligenz ist da vorne mit den Begriffen? Also, wir haben hier in diesem Bereich, auf beiden Seiten, haben wir das limbische System. Dort ist der Sitz der Gefühle, vielleicht sogar noch stärker auf der rechten Seite zum Teil. Und Frontallappen haben wir den vorderen Teil, der auch auf der linken Seite weitergeht. Und von dort aus sollten diese Gefühle kontrolliert werden. Stabilisiert werden, geführt, beeinflusst werden, oder? Und das braucht ein bisschen Übung, oder? Darum für Kinder, oder, ist das eine ganz wichtige Sache, dass sie das, wenn man das von Kindheit lernt, dann ist das super, oder? Aber man kann nicht immer davon ausgehen, oder? Wir haben ja selber auch nicht gewusst, was das ist, aber heute, die heutigen Eltern, die haben den Vorteil, dass sie das eben wissen. Können sie etwas unternehmen? Was fällt euch auf, wenn ihr dieses Bild seht? Habe ich gestern schon gefragt. Was fällt euch auf? Wir haben zu tun mit Traurigkeit, mit Wut, mit Angst, mit Scham, oder? Diese Themen, die gehen bei uns relativ tief ins Herz hinein. Und dann heißt es in der Bibel so schön, oder? Liebe, was macht die Liebe? Vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Also die vier Kolonnen, die verschwinden, die müssten nicht da sein, oder?
Und das ist schon etwas Spezielles. Also ich meine, das stimmt mich jetzt absolut optimistisch, oder? Stellt euch einmal vor, das Angebot, das wir haben, ist ja unglaublich. Dass wir jemanden haben, der sich um uns kümmert. Wir könnten ja unsere Eltern nicht aussuchen, oder? Der sich um uns kümmert, in meinem Zustand, was immer für Ängste ich habe, diese Ängste in die linke Seite zu bringen, oder? Das finde ich sensationell, oder? Und das ist eigentlich nichts anderes als EQ, nicht? Wir sprechen da morgen noch mehr darüber, geistliche Teil. Sind dazu noch Fragen? Keine Frage. Gut, machen wir weiter. Wir haben gestern von 5 Schritten gesprochen. Welche sind die 5 Schritte schon wieder? Das müsst ihr wieder gut lesen können. Schritt 1, was ist das Wichtigste? Bitte? Ja, Selbsterkenntnis, das heißt, sich selber wahrzunehmen. Bin ich eigentlich? Wer bin ich, oder? Wie hat es geheißen? Ich bin, darum bin ich. Descartes, was hat er gesagt? Ich denke, darum bin ich, oder? Also, sich selber wahrzunehmen ist ein ganz wichtiger Prozess. Und das hat natürlich, das hat verschiedene Grade, oder? Ich kann gerade sagen, 1 bis 10. Leute, die nehmen sich nur bei 1, 2 Stärkegraden wahr. Andere, die nehmen sich die High-Sensitiv, die Hochsensiblen, die nehmen sich dann 9, 8, 9, 10 Stärkestufen wahr. Also da gibt es verschiedene Wahrnehmungsintensitäten. Dann, wenn ich diese Gefühle wahrnehmen kann, was folgt nachher in einem Kind? Was folgt nachher? Dann kann das Kind lernen, mit diesen Gefühlen, diese Gefühle zu regulieren, oder? Und nachher, wenn das gewachsen ist, kann das Kind nachher sogar Motivation entwickeln. Dazu gerade ein Tipp, wenn wir da schon Eltern haben, das finde ich super. Zum Beispiel kann man so mit 3-, 4-Jährigen kann man die Pflege von einem Tier zum Beispiel übertragen, oder? Also empathisch lernen, wie geht man mit einem Tier um? Das Tier hat irgendwann mal Hunger, weil ich habe selber auch Hunger. Das Tier hat irgendwann mal Durst, ich habe selber auch Durst. Also dieser Link, diese Verbindung herzustellen, das ist sehr nützlich für EQ und auch eben Verantwortung zu übernehmen. Oder auch für Pflanzen, das kann verschiedene Sachen sein. Oder auch für Aufgaben im Haushalt und so weiter. Wunderbar. Dann haben wir Empathie, Mitgefühl. Als 4. Stufe. Das bedeutet, dass das Kind dann eben oder auch Erwachsene sich in die Gefühle von jemand anderen einfühlen können. Das ist ein Erlebnisprozess, die eigenen Erlebnisse in einem Gegenüber wahrnehmen. Das führt zu Empathie, zu Mitgefühl. Und das stärkere Wort ist noch die Anteilnahme. Man kann Empathie trainieren, auch mit den Kindern, indem man zum Beispiel sie lässt Probleme, die ich habe, lösen. Ich mache schnell ein kurzes Beispiel. Nehmen wir mal an, meine Frau wäre jetzt mein Kind. Okay? Mal da drauf. Und es passiert irgendetwas. Oh! Und ich sage, oh, also ich gebe dem Kind bekannt, ich habe ein Problem. Und meine liebe kleine Terrylein, die ist sehr empathisch, oder? Und hilft mir sofort, oder? Wenn das Kind mich einfach anschaut und nicht reagiert und nicht helfen will, dann muss ich mir was überlegen, oder? Und dann gibt es verschiedene Lernformen, die man dann einsetzen könnte, oder? Konditionierung und so, und Lernen durch Versuch und Irrtum und Identifikation und Nachahmung und all diese Lernformen. Das ist das Thema Empathie. Dann haben wir die soziale Kompetenz.
Kompetenz. Das heißt, zum Beispiel kann man das mit Kindern üben an einem Geburtstag. Da haben sie eine Verantwortung für die Kinder, die sie eingeladen haben. Unsere Kinder durften immer, wenn sie 6 Jahre alt waren, durften sie 6 Kinder einladen. Wenn sie 7 Jahre alt waren, durften sie 7 Kinder einladen und so weiter. Das heißt, diese, wir haben nichts von dem gewusst hier, oder? Das heißt, die Verantwortung, die soziale Verantwortung ist gestiegen. So ist es auch mit dem Geld gewesen, oder? Je nach Alter haben sie dann ein bisschen mehr bekommen. Je mehr Verantwortung, desto mehr Privilegien. Nicht? Okay. Jetzt, wenn wir bei den Kindern sind, es gibt A-Kinder und V-Kinder. Okay? Es gibt die, das sind die zwei Tendenzen, die wir heute haben, A-Kinder und V-Kinder. Ein A-Kind ist ein Kind, das hier aufwächst und hier ins Erwachsenenalter geht. Wenn es hier aufwächst, hat das Kind eigentlich totale Freiheit. Das heißt, das Kind sagt, was es ist, das Kind sagt, was es tut, die Mutter ist der Sklave, die Sklavin oder die Dienerin des Kindes. Das ist sich aber die Mutter nicht bewusst meistens. Die Mutter meint, sie liebe das Kind, weil sie möchte sie auch lieben. Sie weiß nur nicht, was Liebe ist. Das führt dazu, dass das Kind später unbrauchbar wird, fast unbrauchbar wird. Das heißt, die Gesellschaft hat eigentlich nichts oder fast nichts von diesem Kind. Der Wert dieses Kindes im sozialen Kontext ist höchst gering. Im Gegenteil, es kann dazu führen, dass dieses Kind später in eine Abhängigkeit, weil es nicht gelernt hat, mit Grenzen umzugehen, total in Abhängigkeit gerät, Sozialfall oder so etwas. Das hat man jetzt festgestellt, was passiert ist eben seit die 60er-Welle da gekommen ist, Laissez-faire, kennt ihr vielleicht. Und das V-Kind ist ein Kind, das mit Prinzipien und mit Nein aufwächst. Nicht nur Nein, okay? Aber mit, wenn ein Nein kommt, dann gilt das Nein. Und wenn das sehr gut gemacht wird, dann entwickelt das Kind eine recht starke Disziplin, das dem Kind hilft, nachher konstruktiv ein konstruktives Leben zu führen. Sind da noch Fragen? Okay. Die Frage wäre, wo bin ich, oder? Wie ist meine Erziehung gelaufen? Das sind die Richtungstendenzen. Irgendwo sind wir und bewegen wir uns. Ganz genau, da haben Sie recht. Manchmal haben zum Beispiel Eltern einen guten Start und dann plötzlich geht es in die andere Richtung, oder es gibt gewisse Erlebnisse, die da Einfluss nehmen. Also wir sind irgendwo, sind wir da eine Mixtur, oder? Bei den einen ist es besser gegangen, bei anderen vielleicht weniger gut. Aber ihr könnt einfach euren Eltern sagen, wenn ihr ein V-Kind seid, dann sagt einmal herzlichen Dank euren Eltern. Es gibt auch hier dann wieder extreme Formen, wir werden sie gerade dran nehmen schnell. Dann haben wir das mal gehört. Also das sind jetzt die A-Kinder, die beginnen, die haben den Laissez-faire-Stil, also Laissez-faire heißt machen lassen, tendenziell machen lassen, das kommt von der Philosophie her, dass der Mensch eigentlich von Grund auf gut ist, dass das Lernen durch Einsicht wird ihm dann nachher helfen, das Problem zu lösen. Aber bevor das Lernen durch Einsicht passiert, ist das Kind bereits programmiert. Und dann ist es sehr, sehr schwierig für das Kind noch Korrekturen anzubringen. Leider. Dann der demokratische Stil ist dann der Stil, wo man die Kinder in das Erziehungsprinzip und das
die Entscheidungswelt einbezieht. Und das hat auch positive Seiten und das hat auch eben auch eine negative Seite. Also zum Beispiel, was positiv ist, das ist, wenn ihr mit Kindern einen Abend macht, einen Familienabend macht. Wie sagt man? Familienrat heißt es, genau, Familienrat. Und das kann man mit Kindern machen, die schon ein bisschen weiter sind, die schon einen Frontallappen entwickelt haben. Auf alle Fälle dieser Familienrat, wenn man da zum Beispiel das Wochenende bespricht, was sollen wir machen zusammen, Skifahren gehen in die Schweiz oder so, solche Sachen bespricht, oder? Dann nachher kann man am Schluss abstimmen, oder? Kann das dann, wir Schweizer sind halt Demokraten oder direkte Demokratie, also wir sind da ein bisschen angeschlagen in diesem Bereich, aber da kann man was Vernünftiges daraus machen. Dann haben wir den Autoritativen und den Autoritären. Der Autoritäre, das ist der diktatorische Stil, oder? Das wäre dann, das ist ein gefährlicher Stil noch, der kann zwei Sachen bewirken, die nicht gut sind. Und zwar dadurch, dass der autoritäre Stil Druck ausübt auf das Kind, emotionaler Druck, physischer Druck oder so, dass das dazu führt, dass je nach Konstitution des Kindes kann es dazu führen, dass es zum Rebell wird. Okay? Also dort, wo man zu viel autoritär war, dort werden die Kinder rebellisch. Also ich spüre das zum Beispiel bei mir, ich habe gewisse Rebellion mitbekommen von meiner Kindheit her. Und damit, das ist für mich ein Thema, das ist bei mir ein Thema. Die andere Richtung, die passieren kann, ist die Resignation. Also wenn das Kind vielleicht ein phlegmatisches Kind ist, möglicherweise sanguinisches, tendenzielles Kind, dann kann es in die Resignation gehen und sich aufgeben, oder? Da muss man etwas aufpassen. Das, was ich persönlich empfehle, das ist das autoritative System. Das ist ein bisschen ein komisches Wort, finde ich, aber das heißt, die Eltern sind die Autorität. Der Vater zu Hause ist der König. Die Mutter zu Hause ist die Königin. Und dann gibt es die Prinzessinnen und die Prinzen, oder? Aber sie sind der König und die Königin. Und wenn das nicht gelebt wird, verstanden wird, umgesetzt wird, dann hat das Nachteile. Aber es ist ein guter König. Es gibt eben auch schlechte Könige, oder? Man muss also dann EQ haben, oder? Also man darf diese Position nicht... Ja, ihr versteht, oder? Es muss dann vernünftig sein, aber... Es gibt einfach gewisse Sachen, gibt es dann einfach nicht, oder? Also zum Beispiel bei uns im Auto, wenn die Mutter mitkommt, dann sitzt die Mutter vorne, oder? Dann kommt kein Kind, käme auf die Frage, oder würde einfach vorne rechts hinsetzen. Das gibt es einfach nicht. Wenn die Mutter nicht dabei ist, wer darf dann? Das älteste Kind. Das älteste Kind, bei mir war es so. Bei uns, das älteste Kind, oder? Wenn der oder diese auch nicht dabei ist, dann nachher das zweite Kind, oder? Und das letzte Kind hatte immer die drei oder die vier am Rücken. Und da gewöhnt sie sich dran, weil das Kind lernt, dass das logisch ist. Es bekommt auch so viel Lohn, ihrem Alter entsprechend. Also es weiß genau, es ist halt jünger, das heißt, es ist logisch. Und danach fällt die Gerechtigkeitsfrage fällt weg. Ich war Lehrer lange Zeit. Ich sage euch, die Kinder, die immer gesagt, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Die Kinder, die hatten auf dieser Ebene ein Problem zu Hause. Das heißt, die Eltern hatten das Problem, dass sie dem Kind nicht beibringen konnten, dass sie es lieben. Diese Kinder haben sich nicht geliebt gefühlt. Obwohl die Eltern vielleicht das Kind wirklich lieben und vielleicht sogar noch anstrengen, aber die Liebessprache des Kindes nicht erreicht haben. Es dem Kind nicht mitteilen konnte, nicht beweisen konnte. Das ist ein heikles Thema. Aber wir haben ja nicht
wir gehen da nicht so ganz so weit rein. Ich möchte euch noch ein Beispiel bringen, das mich sehr aufgeweckt hat. Der Marshmallow-Test. Wer kennt ihn, den Marshmallow-Test? Okay. Ja, ja, geht auch mit anderen, aber der Marshmallow-Test. Marshmallow, das war vor 50 Jahren ein Thema in den USA, oder? Und da haben sie mit dem Test begonnen. Heute spricht man weniger von Marshmallows. Heute würde man Schweizer Schokolade nehmen, oder? Ist klar. Und da geht das Thema darum, dass man das Kind in eine Situation hineinbringt. Und zwar ist das Kind etwa 4- bis 5-jährig, okay? 4- bis 5-jährig. Nicht vorher. Und dann nachher geht man mit dem Kind in einen Raum und sagt dem Kind, schau, hier habe ich ein Stück Schweizer Schokolade, oder? Jetzt kannst du das jetzt gerade essen, wenn du willst, aber wenn du wartest, bis ich wieder zurückkomme, dann bekommst du 2 Schweizer Schokoladenkugeln. Und weil das Kind die Schweizer Schokoladenkugeln kennt, will es 2. Oder? Natürlicherweise, die meisten wollen 2. Okay? Also, das ist das Thema. Und jetzt geht es darum, ich gehe raus, das Kind ist alleine mit der Schokolade. Oder? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das für euch wäre, oder? Und wie das für ein 4-5-Jähriges ist. Und da haben sie die Erfahrung gemacht, dass die meisten Kinder es innerhalb von 15 Minuten, nach 15 Minuten kommt der, 15 Minuten, das ist ja eine Ewigkeit. Oder? Also meine, wie lange ist eine Minute, wenn man, oder? Unglaublich. Also die haben das so gemacht, die meisten Kinder haben das nicht ausgehalten oder nicht durchgehalten. Leute haben sofort genommen, oder? Das ist, andere hat nach 13 Minuten, oder? Übrigens, die Eltern konnten dann in der Kamera, konnten sie dann zuschauen, oder? Was jetzt mit dem Kind abgeht, oder? Und es ist so, dass eines von 3 Kindern hat warten können. Und dann haben sie die Kinder nachher begleitet, im gewissen Sinn nach 10 Jahren und nach 15 Jahren wollten sie sehen, was ist mit den Kindern geworden, oder? Die haben Folgendes festgestellt. Jedes Kind, das warten konnte, war erfolgreich. Hat entweder ein Studium gemacht, Business oder irgendetwas, war erfolgreich. Menschlich, so wirtschaftlich gesehen. Und sozial erfolgreich, hat eine gute Partnerin oder Partner gewählt, war hat einfach vernünftige Entscheide getroffen durch das ganze Leben hindurch. War nicht dick, in Amerika ist das mal was, oder? Das heißt, er hat gewusst, wie leben, wie vernünftig leben, oder? Hat nicht immer Schweizer Schokolade gegessen, oder? Also totaler Erfolg, also 100% Erfolg, oder? Da sage ich mir, Mensch, hätte ich das nur wissen können. Das hätte ich wissen sollen vorher, oder? Dann hätte ich, oder hätte man nicht das unternehmen können, wenn man es nicht weiß. Heute weiß man es. Das heißt, das Training, dass die Kinder eben ihren Willen trainieren, dass man den nicht zerstört, das ist ja wichtig, dass man den nicht zerstört. Das ist für Gott sehr wichtig, weil sonst kann er mit dir nichts machen, wenn du keinen Willen hast. Du kannst nur noch beten, dass du von ihm den Willen bekommst. Es ist wichtig, dass wir unseren Willen nachher brauchen können für Gott, für unsere Mitmenschen, und dass wir lernen, auf Belohnung zu warten und dass wir auch lernen, verzichten zu können. Darum eben 80%, oder? Nicht 100%, oder? Manchmal. Das ist ganz wichtig. Ich hätte hier einen Film, also es gibt, wenn ihr Marshmallow-Test googelt, dann könnt ihr wunderschöne Filme anschauen. Ich habe einen, aber die Zeit reicht uns nicht. Der Mann hier, der hat diesen Test gemacht mit Kindern, ich fasse das ein bisschen zusammen, und er hat sein Schwergewicht darauf gelegt, dass
die Kinder, die hier erfolgreich sind in diesen Sachen, die haben gelernt, mit einem Nein auszukommen. Also wenn die Eltern Nein gesagt haben, einmal zu etwas, dann bleibt es Nein. Das sagt nicht die Mutter, momol, momol. Sondern die Mutter und Vater, die spannen zusammen, oder? Zusammen sind sie sowieso viel stärker als jedes Kind oder die ganze Rudelkinder, sie sind einfach stärker. Wenn die zusammenpassen, wenn die zusammenhalten, dann nachher funktioniert es. Und das ein Nein, es muss natürlich möglichst vernünftig sein, man kann manchmal Fehler machen, aber das Kind muss lernen, wenn es ein Nein ist, dann ist es ein Nein. Und dann ist es zum Beispiel gut, wenn die Eltern die Prinzipien hinter dem Nein auch mitbringen. Am Anfang verstehen die Kinder das noch nicht. Aber sie verstehen immer, danach, nach dem Nein kommt immer eine Erklärung, kommt immer eine Erklärung. Und irgendwann lernen sie diese Prinzipien kennen. Und wenn sie in diese Prinzipienwelt hineinkommen, dann ist es wunderbar, nicht? Ja, genau. Also das ist ein ganz wichtiger Teil hier, dass man eben lernt, Nein zu sagen. Und super. Der Höhepunkt eigentlich für die Eltern ist, wenn das Kind für sich, wenn sie dann merken, das Kind kann selber Nein sagen. Zu einem Verlangen, das es hat, Schokolade, oh nein, das ist jetzt nicht gut für mich. Oder? Selber verzichten, das ist absolut der Höhepunkt dann in diesem Bereich. Also, wie lernt man das? Was wir zum Beispiel mit unseren Enkelinnen gemacht haben, wir haben ein bisschen Einfluss genommen natürlich, jetzt wo wir es wissen, oder? Und dann haben viel mit ihnen gegessen und das Essen ist immer eine ganz gute Zeit, wo man das super üben kann. Und dann haben die am Anfang dann, wenn vielleicht die Mutter nicht da war oder so, haben sie losgelassen, oder? Und dann nachher haben wir dann versucht zu zeigen, jetzt warten wir auf die Mutter, okay? Hä? Warten wir auf die Mutter. Wir haben ihnen Freude über Emotionen so. Lernen durch Identifikation und Nachahmung haben wir ihnen versucht zu zeigen, es ist schön zu warten. Weißt du, warten ist schön. Da können wir zusammen reden und so. Nicht? Also, wenn das Kind mitbekommt, das Warten, das ist nicht, wenn es bewusst wird, warte, jetzt muss ich warten, oder? Dann nachher entwickelt es Werkzeuge, um mit Warten umgehen zu können. Also gerne warten, gerne zu bekommen, Mäßigkeit zu üben. Und da ist natürlich das eigene Vorbild ist natürlich immer wichtig, oder? Wenn ich natürlich so esse, dann kann ich nicht Mäßigkeit erwarten. Aber wenn ich selber eben 80%, das würde ich jetzt noch gerne essen, aber nein, das nehme ich jetzt nicht. Oder? Und wenn das Kind merkt, er weiß, der Daddy hat gerne irgendetwas und er nimmt es jetzt nicht, oder? Nein, ich möchte gut schlafen können heute. Ich möchte das Prinzip erklären, ich kann viel besser schlafen, wenn ich das nicht esse und so weiter. Oder nicht zu viel esse am Abend oder so. Und das Kind das mitbekommt, dann nimmt es diese Prinzipien, nimmt es ins Leben mit, oder? Großer Vorteil nachher. Und dann das körperliche Training. Man geht mit den Kindern spielen. Sowieso viel in die Natur raus. Ganz wichtig, oder? Das ist klar. Okay, dann Selbstmotivation. Selbstmotivation ist ganz ein heikles Thema. Die Selbstmotivation, wenn ein Kind geboren wird, dann hat es einen hochgradigen, ich sage jetzt einfach mal, Stärke 10. Eine Selbstmotivation von 10. Nämlich das Kind sieht, lernt, möchte lernen. Nach 2 Stunden ist es schon müde und muss schlafen gelegt werden, weil es so viel lernen will, oder? Unheimlich starke Lernmotivation von innen nach außen. Und dann kommen wir. Und dann versuchen wir, das Kind zu beeinflussen, manchmal vernünftig, manchmal nicht vernünftig. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Kind lernt, die innere Motivation aufzugeben wegen äußeren Motivationen.
Da gehört zum Beispiel Geld dazu, oder? Also wenn ich dann nur noch arbeiten gehe wegen dem Geld zum Beispiel, dann bin ich total außen extrinsisch motiviert. Wenn ich nur noch auf die Prüfung lernen kann, damit ich die Prüfung bestehe oder das Zertifikat bekomme, dann bin ich extrinsisch motiviert. Das heißt, meine innere Motivation ist dann reduziert, oder? Und so gehen viele Leute durch das Leben und die haben die intrinsische Motivation durch unsere Kultur, unser Schulsystem, haben die diese intrinsische Motivation, was will ich eigentlich im Leben, verloren oder ist abgebaut worden. Das ist ein typisches Zeichen von postmodernen Menschen. Die sind von außen her steuerbar. Und die Wirtschaft ist ja sehr interessiert an solchen Leuten, weil dann können sie ihnen das verkaufen, was sie verkaufen wollen. Ganz heikler Punkt, haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, man muss gute Ziele setzen, Verantwortung zum Beispiel über Tiere, Projekte, Menschen übernehmen, über den Haushalt, oder du räumst deinen Teller ab, oder nicht alles, das macht nicht alles die Mami, oder? Das ist gar nicht die Idee, also das heißt, die Verantwortung auch im sozialen Kontext einer Familie soll gefördert werden, oder? Dann haben wir Empathie. Empathie, die Mütter sind da sehr stark in dem Bereich, also die können sich ja sehr stark in die Kinder hineinfühlen. Das Gefühl, das ist meistens da, daraus nachher etwas Gutes zu machen, das ist wieder ein anderes Thema, da braucht es bereits wieder den Frontallappen. Weil wenn man nur auf Gefühle geht, dann kann man sich ja sehr leicht täuschen, das weiß man mittlerweile. Das heißt, es ist immer wichtig, dass man sich bewusst wird, was mit den Gefühlen los ist. Man muss also immer in die Metaebene hinaufgehen, also darf nicht nur bei den Gefühlen bleiben, sondern muss sagen, du, was passiert hier eigentlich, oder? Was geht hier eigentlich ab? Oder was passiert, wenn ich zum Beispiel immer so und so und so gleich reagiere? Was passiert mit dem Kind in 5 und 10 Jahren? Oder? Ich möchte nämlich, und das ist ein ganz schwieriger Prozess der Mütter, ich möchte nämlich das Kind zur Selbstständigkeit führen. Wenn ich das Kind zur Selbstständigkeit führe, das bedeutet das, das ist ganz schwierig, ich gebe das Kind aus meinem Leib weg, oder? Und gebe es und bereite es für jemand anderen vor, oder? Ich meine, das ist echte Liebe, oder? Weggeben, bereit sein wegzugeben und zur vollen Reife zu führen, das ist Qualität, oder? Und nicht, und da gibt es natürlich, das verstehe ich, dass das dann gibt, da gibt es dann die nicht so verstandene Liebe, dass man das Kind behalten will und Mechanismen entwickelt, um irgendwie, oder? Weil eben der eigene Selbstwert mit dem Kind gekoppelt ist, oder? Weil wenn das Kind weg ist, dann bin ich weniger wert, oder? Und das passiert öfters mal, da muss man aufpassen. Okay, dann haben wir die soziale Kompetenz, ich nenne das jetzt interpersonale Kompetenz. Das ist, wo man eben Verantwortung für andere Leute in Gruppen übernehmen kann. Leute begeistern von einem Thema. Und da gibt es dann die Leute, die da auf der ganz anderen Seite sind, das sind die Outsider, die sozialen Chamäleone. Das sind diejenigen, die sich einfach immer der Stimmung anpassen, die sind selber nichts, oder? Die sind immer extrinsisch motiviert, also die haben keine Meinung, Persönlichkeit, sie passen sich immer an. Oder die Rebellen, unruhe Stifter, die Rebellen, ne? Da geht es also darum, dass man eben auch miteinander verhandeln kann und nicht einfach böse ist auf den anderen, wenn er nicht der gleichen Meinung ist, oder? Also es gibt da den Unterschied zwischen bedingter Liebe und unbedingter Liebe, bedingungsloser Liebe. Die bedingungslose Liebe, das ist 1. Korinther 13, oder? Das heißt, das ist die Liebe, ich liebe dich no matter what, also auf jeden Fall, oder? Dann gibt es bei Gott aber auch die Liebe, wo es heißt, ich kann dir nur den Segen geben, wenn du das und das machst, oder? Wenn du das nicht machst, kann dann. Also es gibt die Konditionen, die. Bitte? Die Bedingungswelt, oder? Die ist auch ganz wichtig, sonst verliere ich mich. Also,
Es gibt nicht nur billige Gnade, sondern es ist eine Kombination, und das muss eben auch, oder das kann eben auch in der Erziehung, oder ist das ganz wichtig, dass das Kind mitbekommt. Also ein Kind wird sich nur geliebt fühlen, wenn es die bedingungslose Liebe kennenlernt von euch. Sonst wird es eben Schwierigkeiten haben nachher. Dann haben wir die Partnerschaft, die Ehe. Da sprechen wir morgen am Schluss dann, das ist dann der Höhepunkt sozusagen, sprechen wir dann noch etwas darüber. Da haben wir ein typisches Szenario. Wir haben in der Schweiz etwa 52% Scheidungsraten. Tut mir leid, das sind wir, glaube ich, höher als Deutschland. Ganz schlecht. Ein typisches Szenario ist, die Ehefrau wünscht mehr Kommunikation. Oder? Weil das ist ihre Stärke. Kommunikation, also das sensationell sind da die Herren, die Frauen sind da uns voraus. Und sie wollen natürlich ihre Stärke auch irgendwie brauchen können, oder? Und warum nicht mit uns, mit dem sie gern haben, oder? Also, und weil das bei uns nicht so eine Stärke ist, dann haben wir, oder sind wir schnell wieder auf der im anderen Zimmer, oder? Und was dann eben passiert, weil sich der Ehemann immer mehr zurückzieht, beginnt die Frau unzufrieden zu sein, kommt irgendwie nicht auf die Rechnung und übt dann Kritik irgendwo, oder? Und das ist für den Mann natürlich dann gar nicht so, auch nicht lustig, oder? Und was dann beim Mann passiert, weil er dann nicht emotional nicht intelligent ist, beginnt er Mauern zu bauen, sich zu schützen. Das ist normal so. Beginnt sich zu schützen. Und sobald er beginnt, Mauern zu bauen, dann geht es so. Wenn er nicht aufhört, Mauern zu bauen, oh oh, dann ist nicht gut. Wenn er irgendwo gestoppt wird durch irgendetwas und wieder beginnt abzubauen, dann habt ihr eine Chance. Da gibt es ein wunderbares Buch dazu. Dafür werbe ich jetzt dann gerade das nächste Bild, genau. Komme ich gerade drauf auf das Buch. Okay, also das ist ganz problematisch. Und wenn man das vom biblischen Thema anschaut, dann weiß man, es gibt kein stärkeres Team als die Ehe. Die Ehe ist das absolut stärkste, was es als Team, als Partnerschaft gibt, oder? Und man kann sich ja vorstellen, dass so etwas Starkes vom Feind nicht geliebt wird, und darum wird auch die Familie zerstört. Und damit wird, sobald die Familien zerstört werden, wird auch die Gesellschaft zerstört. Da haben wir ein Problem. Hier ist das Buch. Hier ist das Buch. Und dieses Buch, das möchte ich empfehlen, das geht auf die Bedürfnisse der Männer ein und die Bedürfnisse der Frauen ein. Was ist das Bedürfnis der Frauen? Ladies, sagt's mir. Kommunikation, und was ist damit verbunden? Bitte? Die Liebe. Nicht erst Epheser 5, 33 sagt es so schön, oder? Das Bedürfnis der Frau ist Liebe. Und Paulus sagt, und liebt eure Frauen. Ah, oder? Richtig so. Hab Freude an ihnen, oder? Und so weiter. Da sprechen wir morgen noch drüber. Und was ist das Bedürfnis der Männer? Respekt. Respekt ist auch eine Form der Liebe. Die Frauen, die lieben sowieso schon, die können das schon. Aber was sie, ein Schwergewicht, das sie eben legen müssen, ist Respekt. Und wenn eine Frau das kann, dann super. Das ist nicht immer einfach. Ein Beispiel haben wir in der Bibel. Die Sarah. Die Sarah war eine ganz starke Frau, eine dominante Frau, das war eine Cholerikerin tendenziell, und ihr Mann, der Abraham, das war ein Phlegmatiker. Das kann man so schön aus der Bibel herauslesen. Und wie hat sie ihn genannt? Mein Herr, oder? Das heißt, sie hat seine Autorität aufgebaut und leben gelassen, obwohl sie Mittel und Wege gehabt hätte, ihn zu zerstören. Wäre kein Problem gewesen. Und darum pflegen die
Die jüdische Kultur pflegt heute noch, jeden Freitag, wenn der Sabbat kommt, habe ich das gesehen, dass die Mutter Psalmen oder so Art Sprüche, Gedichte liest über die Qualität der Sarai. Damit die Töchter das hören, damit sie wissen, was ist eine qualitativ hochstehende Frau, was ist da wichtig. Da kommen viele Eigenschaften, kommen da. Das heißt, die ehren diese Sarah, dass sie eine starke Frau ist, aber die weiß, was wichtig ist und was Respekt ist. Oder? Und so weiter. Okay. Dieses Buch ist übrigens, kann man auch gut zu zweit lesen, das wäre, weil es kommen immer beide Teile dran. Also da kommen also die Frauen nicht zu kurz, da kommen die Männer nicht zu kurz in diesem Buch. Das finde ich noch gut. Okay, das wäre Ehe dann Beruf, oder? Im Beruf haben wir oft das Thema, kennen die Männer vielleicht, oder ja, mittlerweile Frauen auch sehr stark, dass man das Gefühl hat, ich bekomme zu wenig Lohn, oder? Für das, was ich tue, also da müsste eigentlich schon mehr drin liegen und so weiter. Und man bedenkt gar nicht, vielleicht ist das darum, weil ich zu wenig emotional intelligent bin. Ich bin zu wenig vernünftig, ich bin zu wenig auf Prinzipien aufgebaut. Ich reagiere da und dort einfach falsch, unreif, nicht balanciert, oder? Sobald ich nämlich das machen würde, dann sähe die ganze Sache anders aus. Okay, hier ein Tipp, oder, für Management. Die großen Probleme, die sie haben, ist, soziale Harmonie in einem Geschäft zu erstellen, dass die Leute miteinander gut auskommen. Das ist das größte Problem, dass Leute, die eben nicht EQ entwickelt sind, streiten können, oder? Also es gibt so das Beispiel, einige Frauen zusammen, oder? Immer Streit. Einige Männer zusammen, kein Streit. das gibt es auch, oder? Da läuft meistens etwas ab, das kennt ihr selber am besten, oder? Also das Problem, das dann eigentlich da ist, ist dann vom Management her, dass die Leute nicht fähig sind, mit Kritik umzugehen. Wenn man mit ihnen mal etwas sagt oder so, auch vernünftig sagt, dann sind sie ausgeliefert. Dann sind sie niemanden mehr, weil sie keinen Selbstwert entwickelt haben. Sie haben ihren Wert nicht definiert, oder? Und dann ist es schwierig, mit so einem Menschen nachher konstruktiv umzugehen. Die müssten eigentlich zuerst in die Therapie kommen und dann könnte man ihnen helfen, oder? Ja. Und wenn sie das machen würden, dann kommen sie als neuer Mensch wieder auf die Welt, sozusagen, oder? Da sprechen wir morgen auch darüber. Ja, genau. Oder? Dann, wenn man immer Stress hat, dann ist das eben leider so, dass der Frontallappen dadurch nicht vorteilig beeinflusst wird. Stress baut die Qualität des Frontallappens ab, auf die Länge. Das hat negative Auswirkungen molekular. Macht dumm, heißt es darum auch, oder? Stress macht dumm. Das ist dann auch gar nicht gut. Also, was ich da einfach empfehlen kann, ist EQ-Förderung. Zusammengefasst. Also wer da sich entwickeln will, hallo, das ist die Chance. Dann, wenn es um die Freundschaft und die Gesellschaft geht, da hätte ich wieder einen Film, einen ganz schönen Film, der gefällt mir so gut. Stellt euch vor, wo habt ihr das nächste Spital hier? Eigenes Spital hier. Super, ja. Ihr geht in das Spital hinein. Und ihr wüsstet bei allen Menschen, denen ihr begegnet, ihre Geschichte. Also ihr wisst zum Beispiel, der hat ein Problem mit Finanzen. Der weiß nicht, wie er seine Rechnung zahlen soll. Der andere, der hat ein Problem mit Krebs. Der andere, der besucht jetzt das letzte Mal seinen Vater. Dann sieht er ihn nie mehr. Der andere, der hat das Problem, dass er an eine Hochzeit gehen muss,
von seiner Tochter, aber er ist noch nicht bereit körperlich, Vater, oder? Seine Tochter und seine Heilung hat Rückschläge bekommen und so weiter. Also müsst ihr euch vorstellen, wenn wir wüssten, welche Probleme die Mitmenschen hätten, würden wir dann anders sein? Würden wir? Was hätte das für einen Einfluss auf unsere Gefühle, auf unsere Gedanken, auf unsere Handlungen, wenn wir wüssten, wo die Leute stehen? Und da möchte ich einfach Werbung machen für Jesus, oder? Der hat das gewusst, der hat das gesehen, der konnte das aus den Augen herauslesen, wo die Leute stehen. Und er konnte sie abholen, er konnte den Zachäus vom Baum herunterholen. Stellt euch einmal das vor. Oder? Also diese Möglichkeit, dass wir das eben fördern, dass wir auf die mehr an die Mitmenschen denken, oder? Wo stehen sie, welche Probleme haben sie, wie kann ich ihnen helfen? Dann sieht das Leben ganz anders aus plötzlich. Dann entwickelt man Empathie, soziale Kompetenz. Puh, wunderbar. Und dann zum Schluss. Ja, ziemlich der Schluss. Zum Schluss den Zusammenhang zwischen Gefühl und Gesundheit. Oder? Der leuchtet uns ja eigentlich sofort ein. Oder 90% aller Krankheiten sind psychologischen Ursprungs. Dann ist das ja nicht eine dumme Aussage, sondern das ist eine ganz heiße Aussage. Das heißt, unsere Gefühle bestimmen zu einem hochprozentigen Wert unsere Gesundheit. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich mich einmal um meine Gefühle kümmere und dass ich da gewisse Sachen ins Lot bringe. Und nicht, dass ich da so durch die Welt gehe und Ballast mit mir herumtrage, den ich eigentlich ablegen könnte. Hallo? Bitte nicht, oder? Das ist wichtig und das ist eine Herausforderung für jeden, oder? Das ist eine Herausforderung für uns. Das ist eine Herausforderung für mich und darum habe ich mir auch gesagt, dass ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen, habe darum auch die Homepage gemacht, wo es um Beziehungen geht. Also es ist mir ein Anliegen, dass man auf diesem Bereich zu den Informationen kommt, wenn es um Heilung geht, um Weiterkommen in der Partnerschaft, in der Erziehung und alles Mögliche. Und falls jemand von euch mal entscheidet, darauf zu schauen und mal durch zwei, drei Blogs hindurchzugehen und findet, oh, das wäre eigentlich auch noch ein Thema, dann kann er mir das schreiben, oder? Weil ich habe jetzt im Weihnachten begonnen mit dem Blog und es ist mir wichtig, dass ich das schreibe, was die Leute hören wollen, dass ihnen hilft. Und wenn ihr eine Frage habt, schreibt es mir und dann kann ich darauf reagieren, oder? Okay? Super. Also, damit möchte ich euch einfach ermuntern, auch eine aktive Rolle zu übernehmen. Dort, wo ihr seid, in eurem Platz, dort, wo euch Gott hingestellt hat, dass ihr das ernst nehmt und etwas daraus macht. Ganz gleich, ob ich 60 bin, 45 plus. Dann umso mehr, oder? Dann umso mehr. Weil der Erfahrungsschatz, den man dann hat, daraus etwas Gutes und Vernünftiges, Wertvolles machen für die Mitmenschen, das ist der richtige Weg, denke ich.